Ich habe zwar kein cooles Studio wie der Metzel, aber tut's den Kühlschrank auch? Endlich wurde das Datum für den Webvideopreis 2015 bekannt gegeben. Und zwar ist es das gleiche wie letztes Jahr, der 13.06. Ob sich etwas geändert hat an den Kategorien, wo die Location ist und Details zu den Tickets, ist leider noch nicht bekannt. Welche Kategorien es letztes Jahr gab und wer diese gewonnen hat, findet ihr in unserem Artikel, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Viele von euch haben es schon mitbekommen, die Werbung von der Techniker Krankenkasse, die die meisten eigentlich normalerweise skippen würden, wenn da nicht coole YouTuber dabei wären. Und zwar, wie schon von vielen gesehen, war LuFloyd bereits schon dabei und seit neuestem auch Dena. Dena hat ein Video veröffentlicht, wo er über seine Schulzeit redet und seine Vergangenheit. Dieses Video haben wir euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber nicht nur Dena und LuFloyd sind dabei, sondern ganz andere YouTuber, zum Beispiel wie Garnichts und Mr. Trashpack. YouTube überrascht uns immer wieder aufs Neue. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass YouTube in der Zukunft auch 360-Grad-Videos unterstützen möchte. Aus dem Gaming-Bereich werden wir wohl eher weniger etwas erwarten dürfen, beziehungsweise nur von den Oculus Rift-Spielern, wenn überhaupt. Aber ich persönlich bin sehr gespannt auf die ganzen Real-Life-Videos, die davon entstehen. Fun Fact. Ja, ein kleiner Fun Fact in unserer Folge, ein ziemlich schmutziger Fun Fact. Wir alle wissen's, niemand braucht sich zu verstecken. Jeder hat schon mal irgendwann mal ein Porno angeguckt oder guckt auch regelmäßig. Und Pornhub macht auch diesbezüglich sehr viele Statistiken. Und eine ist ganz interessant. Und zwar 45,7% des Traffics auf Pornhubs sind Xbox-Gamern. Denn wozu sollte man aufstehen und zum PC latschen, wenn man nicht einfach auf der Couch die Konsole anmachen kann und ins Internet kann? Weitere Statistiken findet ihr in unserem Artikel in der Videobeschreibung. Apropos Statistiken. Mann, was für eine Überleitung. Google-Mitarbeiter haben auf Think with Google einige Zahlen veröffentlicht von ihren Statistiken. Und zwar führt Google jährlich immer eine Statistik, um zu sehen, was war beliebt dieses Jahr, was wurde am meisten gesucht. Diesmal auf der Plattform YouTube. Am meistgesuchten war Minecraft sowie auch PewDiePie. Schaut man da im deutschen Bereich nach, ist es da eher Gronkh, der den Platz 1 belegt. Und jetzt kommt die Bombe. Und zwar hat Gronkh in einem Livestream kürzlich erwähnt, dass er bald wieder Minecraft spielen wird. Ja, ihr habt richtig gehört, meine Freunde. Das wird aber nicht in Form von einem Let's Play sein, wie dazu mal auf YouTube, sondern eher auf Twitch, also als regelmäßigen Stream. Also für die unter euch, die es wirklich vermisst haben, Gronkh zu sehen, wie er Minecraft Let's Play bzw. spielt, verfolgt ihn auf seinen Netzwerken und seid gespannt darauf, wie sich das Ganze entwickelt. Und für die wenigen von euch, die es bis zum Schluss dieses Videos geschafft haben, gibt es eine Verlosung, und zwar für die Gamescom. Okay, okay, beruhigt euch, beruhigt euch. Alle setzen sich wieder, alle setzen sich wieder, denn wir haben nicht wirklich Tickets zu verlosen, sondern von der Gamescom gibt es eine spezielle Anmeldung, um 2 Wildcards erkaufen zu können, vor dem eigentlichen Presale der Tickets. Ich erkläre euch das mal. Wenn ihr auf den Link in unserem Artikel klickt, der euch zur Gamescom-Seite führt, könnt ihr euch zum Privatbesucher-Newsletter anmelden. Damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil, je 2 Wildcards erkaufen zu können vor dem Presale. Solltet ihr das nicht schaffen, nicht den Kopf hängen lassen, denn mit der Anmeldung werdet ihr auch am Presale teilnehmen können der Tickets. Wie teuer diese Wildcards sind und wie teuer die Presale-Tickets sein werden, das ist leider noch nicht klar. Ich persönlich habe mich da schon angemeldet. Ich war noch nie auf der Gamescom. Erschlagt mich bitte nicht. Und bin gespannt. Falls ich natürlich nicht gewinnen sollte, gehe ich da trotzdem hin. Es ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung, habe ich gehört. Und vielleicht sieht man sich ja auch dort mal. Buh. Das waren unsere Neuigkeiten für heute. Alle Links zu den Artikeln, den Statistiken, Videos der Krankenkasse
und zur Privatbesucher-Newsletter-Anmeldung der Gamescom findet ihr in unserer Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das guckt. Und auf bis dann!